Hallo zusammen, ich bin Brinny und ich stürze mich in die Arena von Hearthstone mit dem Priesterdeck, mit dem wir 4-2 stehen momentan. Läuft sehr gut, kann mich nicht beklagen. Weiß nicht, wahrscheinlich hätten wir die ein beiden Spiele echt nicht verlieren müssen. Mal schauen, was wir jetzt für einen Gegner kriegen. Vielleicht mal was anderes, vielleicht mal einen Druiden oder so, keine Ahnung. Haben auch letztes Mal eine Quest abgeschlossen. Yay! Ich meine, ich müsste jetzt irgendwie Schurke oder Krieger spielen, um die andere Quest abzuschließen. Ist gerade nicht so drin mit dem, was ich mache. Ich bin echt gespannt. Wow, mal schauen, wie weit wir noch kommen mit dem letzten Leben. Wir geben natürlich Vollgas, würde ich mal sagen, oder? Halbe Sachen werden nicht gemacht. Go big or go home. Like a Boss ist unser Gegner. Und ist das ein Schamane? Wir sind zuerst dran. Spielen, auf die Hand zurücknehmen, das würde ich sagen, ist gut. Ich behalte mal die Gedankensicht auch. Okay, ja, ich spiele sie im ersten Zug, schieße den Schaden, nehme ihn dann zurück, um nochmal den Schaden zu schießen, würde ich sagen. Das ist jetzt die beste Option, so ein bisschen aggro-mäßig hier rangehen. Okay, Coin. Oh, mit Überladung, die Waffe hier. Tauschte sie ab? Ja. Na gut, dann kriegen wir sie eben nicht auf die Hand zurück. Dann spielen wir einfach so den Braumeister, nur dass er halt dann da reinrennen darf. Er hat im nächsten Zug, denkt dran, kein Mana. Er hat was mit Überladung 1 gekostet. Also gut, er hat 1 durch die... Er tauscht auch den ab und nimmt den Schaden. Das finde ich gut. Verbraucht nur deine Schwünge auf deiner Waffe. Das ist mir ganz recht, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir spielen dann das hier. Wir nehmen eine deiner Karten. Mal schauen, was wir da bekommen. Den Drachen-Mechaniker, den er jetzt noch nicht ausspielen kann. Aber wir im nächsten Zug. Das heißt, wir kriegen den ersten Schwung mit seiner Waffe selbst ab. Wahrscheinlich. Jetzt kommt erstmal ein Totem rausgesprungen und wir kriegen das Steinclown-Totem. Heißt das Steinclown auf Deutsch? Jo. Okay, aber das ist kein Problem. Wir spielen sie. Wir können das Totem im nächsten Zug wegschießen. Wir können auch bei Bedarf, wenn er den Drachen tut, jetzt selber spielt, den wegkriegen. Unsere Hand ist jetzt nicht gerade die offensivste, was schade ist. Ein weiteres zufälliges Totem, ein Searing Spear Totem, was natürlich sehr gut ist gegen sie jetzt. Er haut mich, das ist okay. Und es kommt noch eine Karte für 1. Fügt allen feindlichen Dieren 2 Schaden zu mit Überlast. Oh. Räumt natürlich unser Feld, ist relativ effizient leer. Unsere Hand ist eher mager, würde ich mal spontan sagen. Naja. Ich passe ungern einfach nur. Das passt mir eigentlich gar nicht. Puh. Das muss ich jetzt fast tun, oder? Nur um Karten zu ziehen. Wir schießen da 2 Schaden drauf. Ich meine, er verliert einen Zug effektiv. Er hat nur 3 Mana. Er kann es nicht so. Er kann nicht mal seinen Drachenmechaniker casten. Wir haben noch eine Stille für 0. Wenn was Dickes kommt, 3, 5 ist jetzt nicht die Welt, aber wir kommen voran. Ich meine, er soll uns ruhig hauen für 1. Das ist nicht so tragisch, das heilen wir einfach weg. Wir können gerade eben mit unserem Mana nicht sehr viel mehr tun, als uns heilen. Dass er so eine volle Hand hat, macht mir ein bisschen Sorge. Wir haben noch nichts gezogen, um Karten zu ziehen. Das stört mich. Wenn ich jetzt einen Northshire Cleric ziehe, wäre mir das sehr recht. Da ich einfach dann in den Searing Totem reinrenne mit ihm und dann Karten ziehe. Das wäre mir sehr recht. Acolyte of Pain, natürlich auch Möglichkeit. Ich brauche einfach jetzt Card Draw. Erdstoß, bringt es im Schweigen und fügt ihm einen Schaden zu. Geht auf 2 hinten, okay. Spielt nochmal eine Karte für Überladung. Ja. Ist sehr offensiv. Greift er mich mit dem Searing Spear an? Logischerweise ja. Ich meine, da geht unsere Show. Oh ja, na toll. Natürlich jetzt nur halb so gut. Ich muss es jetzt so spielen. In der Hoffnung, er greift ihn an, dann kann ich sie spielen, ihn heilen, der ist dicker, dann haben wir so ein bisschen einen Fred auf dem Feld. Oder vielleicht geht er auch mal direkt auf mich, auch dann können wir sie spielen. Fügt zu Beginn eures Zuges was? Einer zufälligen Feind Schaden zu, das ist natürlich relativ dreckig jetzt. Und vor allem, er räumt mein Feld komplett leer, ich würde sagen, den bringen wir zum Verstummen. So, sie braucht hinten mehr Power.
Schauen wir mal. Eventuell kann ich sie jetzt heilen. Er kann momentan 3 Schaden machen und plus die Karten auf der Hand. Wir haben einfach keine Handkarte. Das ist ein wahnsinniges Problem, dass wir zwar die Cantrips hier gezogen haben. Oh, shit. Ja, jetzt müssen wir irgendwas ziehen, an das, bei dem das Schild Power gibt. Das sieht relativ schlecht für uns aus, auch wenn er schon auf 13 Leben unten ist. Shit. Ist jemand verletzt? Das nervt mich, dass ich das jetzt spielen muss, aber ich muss das tun. Ich muss Karten sehen. Scheiße. Der in der Situation auch nicht effizient. Also null. Die HP nimmt mir jetzt... Ich meine, er kann mir jetzt alles vom Feld nehmen. Er hat noch 8 Mana und Massen an Handkarten. Die nächst schlechtere Karte neben dem rastlosen Abenteurer wäre jetzt übrigens der Drache. Uff. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Ja, es swarmt einfach das Feld, logischerweise. Die Windzorn-HP greift zwar mal an für insgesamt 8. Hart, hart, hart. Knife-Juggler. Macht effizient jetzt relativ wenig, ne? So, aber er wird ein 3-3, wenn wir ihn ausspielen. Das ist ja auch nicht so schlecht, würde ich mal sagen. So, wie viel Schaden kann er mir im nächsten Zug machen? 2, 10, 11, 16, 17. Ich muss leider Kreaturen spielen, nur um Threats zu haben. Und um Zeug heilen zu können. Oh, ist das ärgerlich. Und er hat vor allem 9 Mana. Scheiße. Das wird nicht gut enden. Der Frostwolf klar. Oh Gott. Oh shit, das wird ganz schrecklich werden gleich. Ja, logisch. Muss sein. Ah, ärgerlich. Shit. Ich glaube, das können wir abgeben. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch ziehen soll, um das noch auszugleichen. Da ist ein 10-10er auf dem Feld. Vier, fünf, neun, so beleben wir mal hin. Oder? 8, 12, 17, 18. Ja, so beleben wir mal hin einen Zug. So beleben wir, glaube ich, ganz genau. Da kann ich, glaube ich, 20 Schaden machen. Ich meine, wir können nicht mehr gewinnen, aber wir können überleben und gucken, was unser Deck uns noch gibt. Vielleicht kriegen wir so was Geiles wie den Drachen, der absolut nichts tut. Oh, holy shit. Für drei Demoten Giant. Sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, das ist vorbei. So spontan gesagt. Ja, wir überleben diesen Zug vermutlich. Haha, du konntest uns nicht töten. Ja. Wie geplant. Dann würde ich sagen, geben wir auf. Das ist schon cocky, oder? Er weiß gar nicht, was ich gezogen habe und sagt, gut gespielt. Gut, wahrscheinlich weiß er, dass der Priester nichts hat, was er in die Situation ziehen kann. So, dann würde ich sagen, bekommen wir immerhin hier Zeug. Und zwar bekommen wir... Staub, wir bekommen Staub, wir bekommen Staub, wir bekommen 5 Geld und eine Boosterpackung. Alles klar. Na gut, dann machen wir mal die Packung auf. Schauen, was drin ist. Aha. Ein Söldner Adventure Co. Eine seltene Magier, der Kirin-Tor Kampfschrei. Das nächste Geheimnis, das in diesem Zug Spiel kostet 0, ne? Die Waffen von den Schamanen, die wir eben gesehen haben. Na, eher mager, würde ich mal sagen. Aber. Na gut, dann stürzen wir uns bald wieder in die Arena. Bis dahin wünsche ich was, alles Gute und bye bye.